Ach, weißt du, Isi, ich glaube, der Zirkus ist nichts für uns. Wobei du eigentlich mit deinem Schwein eigentlich schon... Mit. Ja, ich weiß, das hättest du vielleicht sogar in den Zirkus mitnehmen müssen. Und jetzt, wo wir jetzt in den Lidl gehen und dort arbeiten wollen, ist das Schwein eigentlich wieder nicht richtig, Isi. Du darfst kein Schwein mit in den Supermarkt reinnehmen. Aber die verkaufen da doch auch Schweine. Nein, also die verkaufen die Schweine dort fertig präpariert. Verstehst du das? Also das ist nicht Nein. so lebende. Das Schwein muss irgendwie in den Wald Ein oder Schwein sowas. Ein Schwein lebt und das kommt jetzt mit und fertig. Isi, keine das ist einer der Gründe, warum wir die ganze Zeit gefeuert werden. Quatsch, nein, mein... Man darf doch nicht zu einem Bewerbungsgespräch... KFLJSF kann nichts dafür. KFLJSF? Ja, wie findest du den Namen? Die Namen werden immer schlimmer. Isi, lass jetzt dieses Schwein hier auf dem Parkplatz und wir gehen nein, jetzt da rein. Okay, ich parke es ja schon ein. Park es ja ein. Okay, du kannst es ja später irgendwann benutzen, wenn du mal wieder nach Hause später, fährst. Bis später, KFLJSF. Tschüss, KFLJSF. Wir haben dich lieb. Schreib gerne dem KFLJSF einen netten Gruß in die Kommentare. Schreib gerne den KFLJSF gerne groß in die Kommentare. Ist es jetzt richtig gewesen? Bist du jetzt zufrieden? Ja, das war richtig. Perfekt. Aua. Okay, so, wir gehen weiter. Wir müssen jetzt tatsächlich diesen komischen Typen hier finden, der hier wahrscheinlich arbeitet. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der Typ in der schwarzen sieht Robe so aus, mit dem ne? goldenen Ding da. Ja, der sieht so suspekt aus. Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Chef, der irgendwie ein bisschen hallo. Böse sein könnte. Tag. Hallo, oh, ein Augenblick bitte. Bitte. Achso, der ist wahrscheinlich gerade noch ein bisschen beschäftigt. Also da muss man wahrscheinlich bei dem Typen aufpassen. Vielleicht ist er ein bisschen aggressiv oder sowas. Vielleicht schlägt er uns einfach jetzt. So, jetzt hallo. Ihr müsst die beiden neuen Praktikanten sein, oder? Genau, wir wollten heute beim Lidl anfangen. Super, dann will ich euch mal einweisen. Oh, der weist uns jetzt sofort schon ein. Cool. Wir sind auf jeden Fall lernbereit. Und übrigens, das ist Isi und ich bin Roman. Wir haben Erfahrung in ganz vielen Jobs. Genau, sehr viel Erfahrung. Es gibt heute zwei Aufgaben, die erledigt werden müssen. Alles klar. Was sind das denn für Aufgaben? Boah, guck mal, wie viele Sonnenbrillen es hier gibt. Wow, und das hier ist die Kasse. Nice, lass sie mal aufprobieren. Heftig cool. Was Lagerbereich. Zum einen müsst ihr an der Kasse die Ware registrieren und die Kunden bedienen. Ah, das ist ja sehr, sehr cool. Zum anderen Hallo, müssen die bei McDonald's Ihre Bestellung, bitte. Zum anderen müssen die Regale ständig aufgefüllt werden. Aha. Habt ihr das soweit verstanden? Ne? Ja, also wir müssen eigentlich nur an die Kasse, die Kunden bedienen und die Regale aufräumen. Gut, dann zeige ich euch mal das Lager. Achso, jetzt geht's. Oh, wir dürfen ins Lager gehen. Normalerweise darf man nie ins Lager. Oh, ich bin das erste Mal im Lidl-Lager drin. Oh, guck mal, hier gibt's voll viele Kartoffeln und sowas. Immer wenn Kunden melden, dass Ware im Regal fehlt, müsst ihr diese nachfüllen. Achso, das heißt also, wir müssen. Also, glaubst du, es ist richtig, dass wir auf den Kisten hier so herumspringen und die ganze Zeit. Egal, solange du dich nicht aufs Essen stellst oder so und dann da so. Gut, dann lasse ich euch mal alleine, teilt euch die Arbeit ein wenig auf. Okay. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt unser Job oder sowas in der Art. Okay, wir werden jetzt wahrscheinlich einfach mal hier so ein bisschen hingehen und einfach mal gucken, wie es den Leuten so geht. Ich glaube, wir müssen uns eigentlich mal den Laden ansehen. Komm, wir verkaufen sogar Hosen, wir verkaufen Lampen, also ich glaube, und Kartoffeln. Ich glaube, die stehen hier nur zur Beleuchtung. Ey, guck mal, hier sind Zwiebeln. Achso, glaubst du, die Lampen verkaufen wir gar nicht? Das sind Hühnereier und keine Zwiebeln, du Zwiebeln. Hühnereier? Oh, tut mir leid. Ja, es könnte ja sein, dass ja auch Zwiebeln gewesen sind. Oh, Kuchen! Eine Oma kauft hier gerade bei uns ein. Wo gibt's Kuchen? Oh, Tatsache, wir verkaufen Blaubeerkuchen, normaler Kuchen, gelber Zitronenkuchen, Kuchen. Was? Entschuldigen Hallo. Sie bitte. Ich glaube, die Muscheln und der Kopfsalat sind leer. Oh, okay. Muscheln und der Kopfsalat sind leer. Ja, wir sehen das. Das ist natürlich kein Problem. Wir werden das auf jeden Fall nachfüllen. Okay, danke. Kein Problem. So, jetzt. Was wollte er nochmal? Kartoffeln und Karotten? Nee. Kopfsalat und Muscheln. Pass auf. Wir müssen dafür, glaube ich, die Muscheln hier aus dem Lager rausnehmen. Wie sieht denn Kopfsalat aus? Ist das hier Kopfsalat? Kopfsalat ist natürlich der hier. So, machst du den Kopfsalat? Oder ist das hier Kopfsalat? Nein. Das waren Fische. Leg die wieder zurück. Nein! Du hast jetzt Dings. Jetzt habe ich die Muscheln. Also ich habe die Muscheln, die werde ich jetzt... Oh, guck mal, da muss man den kleinen Creeper da wegmachen. Warte. So, was für Äpfel. Der hat doch gesagt, dass er Kopfsalat will. Da, so, zack, der kleine Creeper weg. Ich kann das doch nicht hinmachen. Hä, du kannst es da nicht hinmachen? Gib mal her. Ich mach das jetzt hier hin. Okay, dann die Leute können das bestimmt auch so nehmen. Da kann man einen Creeper kaufen. Und der kleine Creeper, den kann man da auch einfach mal zwischen den Muscheln und den Bananen kann man den Creeper kaufen. Das ist eine gute Sache. Guck mal, Donald Trump ist wieder mit dabei heute. Stimmt, Donald Trump. Ah, immer aus Amerika eingeflogen. So kennt man ihn. Ach, der ist wieder am Chillen, gell? So, okay, das heißt, wir müssen jetzt weiterhin gucken. Wir haben hier übrigens den Weinabteil. Okay, das ist auch gut zu wissen. Wir haben sogar einen Feueralarm, falls es brennen sollte. Und Mr. Popcornmann kauft hier gerade ein. Oh, das ist sogar ein Mädchen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Krass, Mann. Oh. Die hat sogar dieselben Augen wie du, Isi. Guck mal. Echt? Ja, Mann. Und hier sind die Hosen und Sonnenbrillen verkaufen wir auch. Ich gehe mal an die Kasse. Ich glaube, hier kommt ein Kunde gleich. Oh nein, ich möchte mit dir an die Kasse gehen. Das ist sogar ein Kunde. Okay, du bedienst ihn. Ich mach das. Er droppt mir Käse. Was soll ich denn damit? Gib ihm das weiter. Du musst jetzt piep, 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 piep machen. Achso, ich muss jetzt scannen. Piep, 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 piep. Das macht $20. Oh, ja, das war alles. Wie viel macht 20, genau. Okay, so, jetzt musst du ihm die Ware geben. Gib ihm die Ware, sodass er... Die Ware, zack. Und er hat mir... Ja, das waren $20. Vielen Dank für Ihren Besuch und kommen Sie bald wieder. Ja, das war unser Lidl. Super, das habe ich sogar passend da. Wir sind bei Lidl? Hä? Ja, wir sind bei Lidl. Wir sind nicht bei Burger King.
Ich sehe mich. Oh Mann. Hallo und willkommen zu Burger King. Nein, Burger King hat ihn schon zu oft, Mann. Hey, guck mal, hier gibt es sogar richtig coole Sonnenbrillen, Mann. Das ist echt lässig. Oh, ich habe schon $20 verdient. Ich gehe mal nach Hause. Nein, wir dürfen doch nicht nach Hause gehen. Wir müssen aufpassen, dass alles. Wie jetzt? Es hat gepiept. Echt? Jetzt hast du gerade eben irgendwas mit rausgenommen. Wir müssen auch wirklich aufpassen. Vielleicht kommen ja manche Leute hierher und klauen irgendwelche Sachen, weißt du? Oh, guck mal, da ist jetzt gerade eben wieder dieser Typ, der sich letztes Mal beschwert. Oh nein, da kommt er wieder. Oh, der beschwert sich bestimmt jetzt wieder, dass irgendwas fehlt, oder? Was will denn der jetzt schon wieder? Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, kann ich kurz stören? Was ist denn los? Was haben wir denn jetzt wieder falsch gemacht? Oder beziehungsweise, was fehlt denn jetzt schon wieder? Oder wollen Sie jetzt irgendwie Hilfe? Die Äpfel im Regal 1 sind anscheinend leer. Achso, die Äpfel. Ja, klar, kein Problem. Ich werde auf jeden Fall gleich Äpfel nachstocken. Ja, vielen Dank, kein Problem. Der Typ könnte auch ruhig mal was kaufen, statt sich die ganze Zeit zu beschweren, gell? Ach, so ein komischer Typ. Achso, der arbeitet gar nicht hier. Ich dachte, das ist unser Chef oder sowas. Nein, das ist nicht unser Chef. Oh. Das ist einfach irgendein Kunde, der hier die ganze Zeit hier herumläuft und sich beschwert, dass die Äpfel fehlen. So, die Äpfel sind in dem Apfelding. So, dann nehme ich hier mal einfach 2 Äpfeldinger raus. Hier sind aber, guck mal, Roman, das geht nicht. Guck mal, hier sind grüne Äpfel. Grüne und da sind rote Äpfel. Okay, was sollen wir nehmen? Komm, wir nehmen noch so ein Fass mit. Ja, lass mal so ein Fass nochmal mitnehmen. Genau, ich hab das Fass. Okay. So, perfekt. Wo kommen die Äpfel hin? Das heißt, wir machen heute ein Special-Angebot mit Äpfeln. Die kommen hier wahrscheinlich nach oben. So, und dann hier nach links nochmal das Barrel. So, und ich gehe jetzt nochmal kurz an die Kasse. Damit wir da jetzt nicht die Leute Dings verschrecken, weil wir müssen nämlich immer aufpassen, ne? Weil wir sind nämlich nie an der Kasse und wenn da jetzt jemand kommen sollte, der uns irgendwie beklaut oder sowas in der Art, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Warte mal, ich gebe dir hier erstmal schon das Geld, damit du das alles sammelst. Ja, gute Idee, gute Idee. Oh, da kommt sogar schon eine. Guck mal, die Frau ist wieder da. Ah, die Frau ist da. Oh, guten Tag, wo haben Sie denn Ihren Hund gelassen? Hallo, nach, wie geht's Ihnen? Oh, die kommt sogar Fleisch. Oh nein, Hundefleisch. Okay. So, okay, alles klar. Das macht dann 20 Euro bitte. Das und ich habe hier noch einen 4 Euro Pfandbon. Ach so, okay, nee, ich meinte natürlich, das macht 14 Euro, sondern das macht jetzt nur noch 10 Euro. Oh, das rechnen Sie aber wunderbar. So, okay, bitte sehr und auf Wiedersehen. Ja, sie hat ihre Sie hat ihr Essen. Ich geb's ihr. Okay, gibst du ihr das nochmal wieder? Okay, ich schau dann nochmal nach. Bleiben Sie kurz stehen, Ma'am. Okay. Perfekt, genau hier, ihr Essen. Achso, okay, gut, dass sie das jetzt nochmal mitbekommen hat. Zack, jetzt hat sie es bekommen. Alles klar, dann wohin müssen wir eigentlich den Pfandbon jetzt sozusagen? Ey, wir haben sogar eine zweite Kasse. Wie cool ist das denn? Wir haben sogar mehrere Kassen. Oh, wow. Kasse 1 und Kasse 2. Und an Kasse 1 kannst du tatsächlich sogar noch Sonnenbrillen kaufen. Was willst denn du dir da jetzt eigentlich noch kaufen? Warte mal, ich schmeiß mal der Oma hier den Pfandbon rein. So. Guck mal, wir können für die Oma eigentlich den Einkauf machen. Guck mal, ich schmeiß der Oma jetzt noch ein paar Karotten mit rein. Guck, jetzt sind Karotten im Einkaufswagen mit dabei. Und Kuchen. Und einen Kuchen. Und wir schmeißen der noch ein paar Eier. Oh, ja, oh mein Gott, guck mal, die Oma kauft richtig ein. Das ist ja mal mega. Und Kartoffeln noch mehr. Kartoffeln für den Skabut. Das ist ja mal mega witzig. Ey, das ist ja ultra cool. Was können wir denn noch reinschmeißen? Vielleicht das ganze Fass voll mit Äpfeln. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Oder Donald Trump. Aber der hat aber leider keinen Einkaufswagen. Schade, warte. Oh, ich habe hier zwei riesige Fische. So, zack. Und eine Sonnenbrille können wir. Ja, warte. Mal gucken, wo können wir denn eine Sonnenbrille? Hier, so ein ganzes Sonnenbrille. So einen ganzen Ständer kauft die einfach. Guck mal, die. Guck mal, jetzt unterhält die sich sogar mit dem. Oh, das ist ja mega lustig. Glaubst du, die hat das gemerkt, dass wir den ganzen Einkauf jetzt gemacht haben? Oh, das ist ja richtig witzig. Okay, dann lass mal nochmal kurz gucken. Haben wir eigentlich noch irgendwas Lustiges im Regal, was wir irgendwie noch irgendwie auffüllen können? Ich glaube, wir sind sogar eigentlich komplett fertig. Wir können eigentlich die Fische nochmal kurz auffüllen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Und ansonsten stelle ich mich dann, glaube ich, nochmal an die Kasse. Und dann schauen wir nochmal, ob wir vielleicht nochmal einen Kunden bekommen. Ich gehe dann an die andere Oh nein, ich habe alle Einkäufe von der Oma aufgesammelt. Oh, nein. Oh, warte, ich schmeiße nochmal kurz alles rein. Kein Problem. So. Und dann hier nochmal ein Creeper mit rein. Alles klar, super. Okay, geh du an die Kasse. Ich gehe kurz hinten nochmal im Lager gucken. Die wird einen großen Einkauf machen. Ja, klar, kein Problem. Hier war gerade jemand im Lager. Wer war denn im Lager? Oh. Weiß ich nicht. Guten Tag und willkommen zum Lidl. Hallo. Entschuldigung, was haben Sie da in der Hand? Hallo? Nein, ich habe nichts. Ich will hier nur durch. Hey, warten Sie mal. Hey, Izzy, hier ist einer irgendwie ganz schön komisch drauf. Hey, jetzt geben Sie mal das, was Sie da in der Hand haben. Ich sehe das doch. Sie verstecken da doch was. Was? Das stimmt doch gar nicht. Die Bierflasche hatte ich schon, als ich reingekommen bin. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie müssen diese Bierflasche bezahlen. Ihr kriegt mich niemals. Oh mein Gott, Izzy! Izzy! Was? Der eine Typ hat gerade eben geklaut. Der rennt weg über den Parkplatz. Oh, komm mit. Komm, da hinten. Hey, der rennt da weg. Nein, ich muss das Schwein nehmen. Oh mein Gott, Izzy, der rennt weg. Wir müssen aufpassen. Ich warte auf mich, Roman. Izzy, nicht das Schwein nehmen. Jetzt warte doch kurz. Nein, der rennt jetzt um die Ecke. Wir dürfen den nicht verlieren. Izzy. Oh mein Gott, der beklaut uns. Nein. Izzy. Sag nicht, der ist weg. Roman? Izzy, ich glaube, der ist weg. Nein.
Bitte nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh nein. Izzy, du warst so langsam. Oh nein. Oh Mann. Wir wurden beklaut, Mann. Das Schwein war so langsam, da kann ich gar nichts für. Oh mein Gott, Izzy, wir verlieren unseren Job wieder. Oh. Oh nein, der hat uns einfach beklaut. Oh nein, glaubst du, wir werden den jemals wiedersehen? Oh, nee, Mist. Lass einfach nicht zurückgehen. Ich würde auch mal sagen. Das war's mit Lidl. Okay, wir haben immerhin die 30 Dollar. Ah, dann lass uns mal einen neuen Job suchen, oder? Ich würde einfach mal sagen, wir machen... Hey, lass doch einfach mal als Arzt arbeiten. Was hältst du davon? Ja, klar, so ganz ohne Studium und so. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. Los geht's! Ja.